Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du wieder reingeklickt hast, denn damit unterstützt du meinen Kanal und vor allen Dingen auch deine Gesundheit, deinen Lebensstil, deinen Horizont. Und dafür möchte ich dir gratulieren. Jetzt geht's los. Es gibt sicher viele Stoffe, die Fettverbrennung anregen. Wir haben ein Produkt entwickelt, wo wir unserer Meinung nach die Stoffe kombiniert haben, die die besten wissenschaftlichen Belege liefern, wenn es rund um das Thema Fettverbrennung geht. Wieso das so entscheidend ist, sollte jedem klar sein, denn zahlreiche Meta-Analysen, das heißt ein Konglomerat aus vielen Studien, zeigen immer den gleichen Trend, dass Übergewicht signifikant das Risiko erhöht zu sterben, und das wollen wir nicht. Oder hier auch, mit über 10 Millionen Teilnehmern über 4 Kontinenten zeigen die Ergebnisse einen Konsens, dass Übergewicht einen Einfluss hat auf deine Mortalität. Ich möchte gleich zu Anfang bereits erwähnen, dass es sich hier um eine Ergänzung handelt, auch wenn es vielversprechende Studien gleich gibt, Goldstandardstudien, Meta-Analysen und so weiter und so fort, sollte immer Sport, eine gesunde, unverarbeitete Ernährung sowie Stressminimierung ganz oben stehen. Alles andere ist eine Ergänzung und zeigt individuelle Wirkung. Sport, Ernährung und Stressminimierung wirken immer gleich bei jedem. In unserem Produkt befinden sich Grünteeextrakt, Ingwerwurzelextrakt, Capsaicin und L-Carnitin. Die Kombination ist sehr entscheidend. Dazu gleich mehr, wieso wir exakt genau diese Kombination gewählt haben. Unser Grünteeextrakt ist nicht irgendeins, sondern eins mit dem höchsten EGCG-Anteil, also dem Epigallocatechin-Galat-Anteil, welches das potenteste unter den sekundären Pflanzenstoffen im Grüntee und vielleicht sogar in der gesamten Pflanzenwelt ist und noch genügend natürliches Koffein enthält. Wieso das so wichtig ist? Denn es gibt viele Extrakte, die diese beiden Stoffe eben nur in geringen Maßen enthalten. Das haben wir im Labor verifiziert wie auch falsifiziert. Jetzt zeige ich euch einen sehr, sehr spannenden Grund. Der MO2-Wert ist ein Wert, der darüber Aussage gibt, wie viel Sauerstoff ein Lebewesen verbraucht im Ruhezustand. Wenn dieser sehr hoch ist, heißt es in der Regel, dass viel Energie verbrannt wird, denn der Grund, wieso du atmest, ist, dass du Kohlenhydrate oder Fett verbrennst. Bei jeder Verbrennung wird Sauerstoff benötigt, den Tier und Mensch einatmen, um daraus Energie zu generieren. Wir sehen hier, bei den Säugetieren wirkt das EGCG, also der Wirkstoff aus dem Grünteeextrakt, der bei uns maximal konzentriert ist, besser als Koffein. Die Säuger verbrennen mehr Sauerstoff, also ist der Stoffwechsel auch aktiver. Jetzt kommt's, wieso wir darauf geachtet haben, den höchsten Gehalt von Koffein und EGCG in unserem Produkt zu haben, in unserem Grüntee. Wenn man diese beiden mischt, potenziert sich die Wirkung nochmals massiv. Hier sehen wir einzeln und dann kombiniert. Wir erreichen 20% höhere Stoffwechselraten plötzlich. Ist das nicht faszinierend, wenn man nur diese beiden kombiniert nochmal ineinander? Wir sehen auch in B, wie uns immer noch in einem sehr kontrollierten Rahmen befinden, denn dort wurde Ephedrin gegeben, welches ein Dopingmittel ist, beziehungsweise als dessen klassifiziert wird, wenn man es extern zuführt. Und dies deutlich darüber schlägt, über dem, was wir erreichen mit unserem Produkt. Doch wie macht der Grüntee es eigentlich? Das ist ganz spannend jetzt. Es hemmt ein Enzym bei uns im Körper. Catechol-O-Methyltransferase, kurz COMT. Die Catechol-O-Methyltransferase wird durch den Grüntee in ihrer Aktivität leicht träge. Was bedeutet das? Daher bindet sie jetzt viel langsamer Methylgruppen an Hormonen wie Dopamin und so weiter. Daher wird die Löslichkeit beeinträchtigt. Die Stoffe werden weniger wasserlöslich und das Hormon bleibt länger aktiv und regt so den Stoffwechsel an, so wie Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin und so weiter und so fort. Dazu ist es wichtig, euch eine randomisierte, doppelblind placebo-kontrollierte Studie zu zeigen aus 50 übergewichtigen Frauen. Es wurde gegeben Grüntee, Capsaicin, Ingwerwurzel, was auch bei uns drin ist, und genau dieses Produkt wurde dementsprechend verabreicht. Es kam zu einem statistisch signifikanten Gewichtsverlust durch diese Dreierkombination. Sehen wir hier. Grüntee verhindert den Abbau von Hormonen wie Adrenalin, die den Stoffwechsel ankurbeln. Das Wichtige ist, wenn mehr verstoffwechselt wird im Körper, entstehen auch mehr Sauerstoffradikale im Körper. Jetzt passt mal auf, was passiert. Wenn man diese Kombination zu sich führt, denn diese führen nicht nur zum signifikanten Gewichtsverlust in der Studie, sondern auch, dass der Körper mehr oxidatives Potenzial hat, um Radikale zu puffern und damit den negativen Seiten direkt gleich auszumerzen, wenn Hormone minimal höher sind als sonst. Das sehen wir hier am Glutathion, GSH, unten in der Tabelle. Es ist das wichtigste zelluläre Antioxidant bei uns im Körper und der beste Helfer im Kampf gegen radikale Schwermetalle sowie auch Umweltgifte aller Art, denn es ist wichtig bei der Entgiftungsphase in der Leber. Nur die Gruppe mit Grüntee, Capsaicin und Ingwerextrakt kam zu einem statistisch signifikanten Anstieg des Glutathions, nicht nur in der Placebo-Gruppe. Auch die Zuckerwerte wie der HOMA-Index oder das Insulin zeigten in der Gruppe mit den Wirkstoffen eine statistisch signifikante Verbesserung. Wie potent Grüntee-Extrakt wirklich ist, zeige
zeige ich euch in dieser randomisierten placebo-kontrollierten Studie. Wieder Goldstandard, durchgeführt wurde sie mit 120 übergewichtigen Frauen. Es galt der Versuch Metformin, ein Arzneimittel gegen Diabetes, welches verschreibungspflichtig ist und den Blutzucker senken soll. Viele Studien zeigen auch diesen Sachverhalt, doch in dieser Studie eben nicht. Es konnte gezeigt werden, dass 1 Gramm Metformin, was schon nicht wenig ist, in der Studie den gefasteten Blutzucker nicht so stark senkte, wie es der Grüntee tat. Denn der tat es mit einer statistischen Signifikanz. In der Gewichtsreduktion war aber auch der Arzneistoff Metformin dann vorne. Nicht aber wiederum, wenn es um die Blutfettwerte ging. Wichtige Anmerkung, falls du dieses Medikament nehmen solltest, bitte nicht absetzen, weil es diese Studie gezeigt hat, sondern immer mit einem Arzt Rücksprache halten. Ich bin nämlich nicht befugt, euch medizinische Ratschläge zu geben. Das sind nur hier meine Meinungen. Kommen wir zum nächsten Inhaltsstoff. In einer weiteren Studie, doppelblind und placebo-kontrolliert, über 8 Wochen mit 80 Übergewichtigen, wurde tatsächlich ein thermogenetischer Effekt beobachtet, innerhalb von 4 Stunden, der dazu führte, dass 90 Kilojoule mehr verbraucht wurden als in der Placebo-Gruppe. Doch welcher Wirkstoff zeigte solche Eigenschaften? Wie wir gelernt haben, kommt es auf die Kombination an. Das wurde auch in dieser doppelblind-placebo-kontrollierten Studie untersucht, dass gerade Capsaicin aus der Chilipflanze, Katechine zum Beispiel aus dem Grüntee, sowie Koffein und Tyrosin, die Aminosäure, nach 8 Wochen bei den Probanden zu einer statistisch signifikanten erhöhten Stoffwechselrate geführt hat. Und noch eine weitere Studie hinterher, Goldstandard zu dem Thema Capsaicinoide. Wir haben hier wieder doppelblind Placebo randomisiert mit 80 Teilnehmern über 12 Wochen. Immer Goldstandard. Das Wichtige ist hier nochmal anzumerken. Auch bei unserem purer Herr. Die Studien sind immer über 3 Monate, sehen wir hier. Viele nehmen ein Produkt ein, egal welches jetzt, ohne bestimmten Namen zu nennen, ja. Und ich betone es, dass es kein Medikament ist und sofort wirkt. Und deshalb auch nicht diese Nebenwirkung meistens hat wie Medikamente, ja. Aber auch milder und über die Zeit, sehen wir ganz wichtig, ja. Viele Menschen nehmen es nicht mal bis zu Ende und nicht mal einen Monat oder wie auch immer oder nur einen Monat. Und dann sagen sie, Produkt X oder Lebensweise X oder wie auch immer, wirkt nicht direkt. Das ist nochmal ganz wichtig anzumerken. Schaut man sich hier dazu die Kurve an, sieht man, dass der Effekt noch viel kleiner ist nach 4 Wochen, wenn es um Körpergewichtsverlust geht, wie nach 12 Wochen in der Placebo-Gruppe dann dementsprechend und zu der Interventionsgruppe. Wir sahen hier auch, mit einer statistischen Signifikanz nahm das abdominale Fett, das heißt ne, Gewebe, in der Capsaicinoide-Gruppe ab. Doch wie kommt es? Das haben sich die Wissenschaftler gefragt. Und auch hier sehen wir eine fast statistisch signifikante Steigerung der Fettoxidation nur in der Capsaicinoid-Gruppe. Wie gesagt, fast. Aus randomisierten Studien wissen wir, dass BAAT, also braunes adipöses Fettgewebe, durch die Capsaicinoide aktiviert wird und es so zu einem vermehrten Energieumsatz kommt. Kommen wir nun zu einem weiteren Inhaltsstoff, dem L-Carnitin. L-Carnitin wird in der Leber, den Nieren und im Hirn aus der Aminosäure L-Lysin und Methionin gebildet. Wichtig. Unter Mitwirkung der Kofaktoren Eisen, Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B3, der Baustein des NADHs, ja, wo es dementsprechend das auch synthetisiert wird. Gespeichert wird es jedoch zu 95% im Herzen und in der Muskulatur, wo es Energie aus Fettsäuren bereitstellt. Darüber hinaus erfüllt L-Carnitin weitere wichtige Funktionen bei uns im Körper. Kommt in hohen Konzentrationen in der quergestreiften Muskulatur vor, ist als Biocarrier wesentlich am Transport von Fettsäuren in die Energiekraftwerke der Zelle Mitochondrien beteiligt. Ist Bestandteil von Enzymen in der Mitochondrienmembran, trägt zu einer normalen mitochondrialen Fettverbrennung, das heißt Fettoxidation, bei. L-Carnitin hilft, die langen Fettsäuren über 12 Kohlenstoffatome durch die innere mitochondriale Membran zu transportieren, damit sie oxidiert werden und daraus Energie gewonnen werden kann. Weiter führe ich dies nicht aus, da sonst dies im Rahmen sprengen würde, da gehe ich mehr auf meinem Buch dann dementsprechend dann darauf ein. Also biochemisch ist dies definitiv logisch und das untermauere ich jetzt noch mit Meta-Analysen. Es ist ein so gut erforschter Stoff, dass es dazu sogar Meta-Analysen aus randomisierten Kontrollstudien gibt. Wir sehen es einmal hier, in dieser Studie. 9 randomisierte Studien wurden unter die Lupe genommen. 911 Teilnehmer, diese Wissenschaftler, kamen zu dem Schluss, ich zitiere, wir kommen zu dem Schluss, dass die Einnahme von Carnitin bzw. L-Carnitin zu einem Gewichtsverlust führte. Wichtig, noch dieser Effekt schwächte sich aber nach der Zeit ab, so die Wissenschaftler. Wir sehen die Ergebnisse mit einer statistischen Signifikanz zur Senkung des Body Mass Index. Wir sehen links favorisiert L-Carnitin, berührt nicht die Mittellinie und daher für den Body Mass Index statistisch signifikant senkend. Auch bei Diabetes das gleiche, statistisch signifikant senken. Und gegen Übergewicht statistisch signifikant senken.
L-Carnitin hat auch noch andere tolle Eigenschaften, wie Cholesterinsenkung, LDL, statistische Signifikanz, ja, Meta-Analysen aus randomisierten Studien sehen wir hier. Dies sah man auch in anderen randomisierten Meta-Analysen, bis auf die Subgroups auch nochmal hier. Schauen wir uns den letzten Inhaltsstoff an, Ingwer-Extrakt bei uns. Ich pole hier ebenfalls aus Meta-Analysen, die randomisiert sind, und zwar eine mit übergewichtigen Menschen. Insgesamt zeigte die aktuelle Meta-Analyse, dass der Ingwerverzehr Gewicht-Taille zu Hüftverhältnis positiv beeinflusste, Herzfrequenz positiv beeinflusste, nüchtern Glucose, HOMA-Index, das heißt die Aktivität bzw. die Wirksamkeit deines Insulins bei dir im Körper, und den HDL-Cholesterinspiegel erhöhte, der sehr wichtig ist, um das LDL-Cholesterin abzutransportieren, wieder aus dem Blut heraus zur Leber hin, aber keinen Einfluss hatte auf Insulin total. So wie Body Mass Index, Triglyceride Gesamt und LDL-Cholesterinspiegel. Doch wie macht das der Ingwer? Ähnlich wie das Capsaicin, und daher war es uns so wichtig, beide Stoffe in ein Produkt zu packen, damit diese sich in ihrer Wirkungsweise, die sehr ähnlich sind in der Wirkungsweise, potenzieren nochmal. Dies kann man wie bei Capsaicin aus dem Chili einem thermischen Effekt quasi zusprechen, sehen wir hier in der Studie. Dazu hier mehr mit einer statistischen Signifikanz. Nach 6 Stunden die Gruppe, die Ingwer zum Frühstück hatte, und unten die Placebo. Der nette Nebeneffekt war uns ebenfalls noch sehr wichtig, den ich schon oben beschrieben habe, dass alle Stoffe in Studien einen Zusammenhang mit dem Stoffwechsel und der Gewichtsreduktion haben. Doch ein erhöhter Stoffwechsel führt eben auch dazu, dass mehr Sauerstoffradikale bei dir im Körper entstehen. Bei der Energiegewinnung dementsprechend. Doch Ingwer wie grüner Tee hat dort massiv etwas gegenzusetzen. Daher möchte ich euch eine letzte Studie zeigen, dass es essentiell ist, ganz wichtig, eine gesunde Ernährung, wenig Stress und Sport immer zu verbinden mit dementsprechend bestimmten Präparaten oder wie auch immer halt, wenn man das denn nehmen möchte. Das ist ganz wichtig, den Menschen als Ganzes sehen und vor allen Dingen einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Adiponecetin, das ist ein sehr, sehr wichtiger Stoff, führt dazu, dass deine Zellen Insulin quasi gut aufnehmen bzw. verarbeiten können, ja, dadurch, dass Zucker gut aufgenommen werden kann in die Zellen. Glutathionperoxidase, sehr wichtig, es entgiftet Peroxide, das heißt Moleküle mit radikalischem Charakter, und Stickstoffmonoxid, sehr, sehr wichtig, der ist sehr entscheidend bei der Breitstellung deiner Arterien bzw. der darunterliegenden Muskulatur und damit der Regulierung des Blutdrucks, steigen signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe beim Sport oder beim Ingwer, aber hier, wenn beides gemacht wird, noch am besten an. Das sehen wir ebenfalls am Malondiadyl. MDA ist ein Marker für oxidativen Stress bei dir im Körper. Den wollen wir möglichst tief haben. Und hier sehen wir den gleichen Trend. Es ist so wichtig, dass ihr eben das Präparat und Sport verbindet in dem Fall. Denn das hat sich nochmal deutlich potenziert und zu einem noch besseren Effekt geführt. Ja, von daher seht ihr, wie wichtig die Lebensweise ist. Natürlich handelt es sich hier immer um Menschen mit hohen Radikalaufkommen, wie bei Krebs oder Übergewicht. Aber dies sollte uns zu denken geben. Daher wollte ich dies einbringen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Das Produkt bekommt ihr auf purazell.de, ist jetzt für euch zu haben, ganz frisch. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Wenn das so ist, gib dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ciao.